Der Tunnelneubau in Rastatt ist Teil des viergleisigen Ausbaus der 182 Kilometer langen Verbindung zwischen Karlsruhe und Basel, mit dem ein Nadelöhr des überregionalen und internationalen Schienenverkehrs beseitigt wird. In Rastatt werden die neuen Hochgeschwindigkeitsgleise in zwei eingleisigen Tunnelröhren unter der Stadt durchgeführt. Die daraus resultierende Lärmreduzierung und das verbesserte Angebot im Nahverkehr werden eine erhebliche Verbesserung für die Bevölkerung mit sich bringen. Mit einer Länge von jeweils 4.270 Metern sind die beiden Röhren das zweitgrößte Tunnelbauwerk der Aus- und Neubaustrecke. Geologische Untersuchungen im Vorfeld der Baumaßnahme haben ergeben, dass im Bereich der Stadt Rastatt vornehmlich mitteldichte bis dichte Kiese und Sande vorkommen, die sich im Tertiär und Quartär durch die Absenkung des Oberrheingrabens dort abgelagert haben. Darüber hinaus liegt die gesamte Tunnelstrecke unterhalb des Grundwasserspiegels. Für den Ausbruch der beiden Röhren kommen deshalb zwei Tunnelvortriebsmaschinen, kurz TVM genannt, zum Einsatz, die einem Wasserdruck von bis zu 15 Bar standhalten. Die beiden baugleichen Maschinen vom Typ Mixschild wurden von der Firma Herrenknecht eigens für das Tunnelbauvorhaben in Rastatt entwickelt und konstruiert. Alle Bauteile und Anlagenkomponenten sind auf die hydrologischen und geologischen Gegebenheiten im Gebiet der Stadt Rastatt angepasst. Tunnelvortriebsmaschinen vom Typ Mixschild nutzen einen Schild, in dessen rückwärtigen Bereich der Tunnel mit Segmenten gebaut wird. Im vorderen Bereich wird über eine Stützflüssigkeit der anstehende Boden und das Grundwasser gestützt. Die Besonderheit dieser Maschinen ist die zweigeteilte Abbaukammer. Eine Tauchwand trennt den vorderen Bereich mit dem Schneidrad vom rückwärtigen Bereich mit dem Druckluftpolster und dem Förderkreislauf ab. Um den reibungslosen Betrieb während der gut anderthalbjährigen Tunnelbauphase 24 Stunden, 7 Tage die Woche zu garantieren, werden die beiden Maschinen vor der Auslieferung auf dem Werksgelände der Firma Herrenknecht in Schwanau zusammengebaut und getestet. Für den Einsatz auf der Baustelle müssen die Maschinen dann wieder komplett zerlegt, verladen und nach Rastatt transportiert werden. Per LKW gelangen die Einzelteile zur Baustelle. Ein Großteil der tonnenschweren Bauteile kann nur unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen mit Schwertransportern transportiert werden. Auf dem Baufeld bei Oetikheim angekommen, werden die Bauteile abgeladen und wieder für die Montage vorbereitet. Im Startschacht werden die beiden Tunnelvortriebsmaschinen dann mit einem Versatz von 4 Monaten wieder zusammengesetzt. Nach der Montage von Schild, Tübbing-Erektor und Schildschwanz werden die drei Nachläufer montiert. Für jede Maschine leisten dafür 15 Arbeiter 12.000 Montagestunden. Und das rund um die Uhr. Eine besondere Herausforderung ist dabei die Montage des Schneidrads. Mit einem Durchmesser von 11 Metern und einem Gewicht von 172 Tonnen das schwerste Bauteil, das nur mit Hilfe von 2 Spezialkränen vor der TVM abgelassen und montiert werden kann. Eine Millimeterarbeit, die höchste Konzentration und Fingerspitzengefühl verlangt. Die Tunnelvortriebsmaschinen, die in Rastatt zum Einsatz kommen, gliedern sich in 3 Bereiche, denen unterschiedliche Aufgaben zugeordnet sind. Unsere Maschinen fürs Lockergestein lassen sich in folgende Hauptbaugruppen unterteilen. Das ist zum einen vorne der Schild mit dem Schneidrad. Im rückwärtigen Bereich befindet sich der Schildschwanz, in dessen Schutz der Tunnel gebaut wird aus einzelnen Segmenten. Und alles, was man danach sieht, sind die Nachläufer. Das sind fahrbare Gerüste, die zum einen die erforderliche Installation für Hydraulik, Elektrik beherbergen. Und zum anderen ist es ein fahrbarer Bahnhof, in dem alle für den Tunnelvortrieb notwendigen Materialien umgeschlagen werden. Sobald die Starkstromleitungen eingezogen sind, kann mit dem Probelauf begonnen werden. Mit einer Arbeitsleistung von 4.500 Kilowatt wird dann der Ausbruch des Gesamtquerschnitts einer Tunnelröhre von 95 Quadratmetern in einem Arbeitsgang abgetragen. Am 25. Mai ist es dann soweit. Mit einem großen Festakt zum Anstich der Tunnelröhre Ost fällt der Startschuss für die erste TVM. Heute, meine Damen und Herren, beginnen offiziell die Bauarbeiten für den drittgrößten Tunnel auf der Aus- und Neubaustrecke Karlsruhe-Basel mit dem Rastatter Tunnel,
erreichen wir einen ganz wesentlichen Meilenstein, mit dem wir unserem großen Ziel entschieden entgegenkommen, nämlich dem viergleisigen Ausbau der Rheintalbahn. Da tragen alle bei, die tatkräftig an der Realisierung mitgewirkt haben, und es tragen alle bei, die jetzt an der Umsetzung bei den Bauarbeiten mit dabei sind. Ich wünsche allen Beteiligten ein gutes Gelingen, viel Erfolg, allzeit Gottes Segen und ein unfallfreies Arbeiten. Glück auf für alle die, die jetzt die Arbeit machen. Von nun an frisst sich die 95 Meter lange und 1750 Tonnen schwere Maschine Tag für Tag 24 Stunden rund um die Uhr in den Untergrund und unterfährt die Stadt Rastatt. Mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 13 Metern am Tag unterquert die TVM als erstes die Federbach-Niederung, das Stadtgebiet von Rastatt, und im Bereich Niederbühl gelangt sie schließlich wieder ans Tageslicht. Ende September 2016 folgt die zweite Tunnelvortriebsmaschine. Und im Herbst 2017 endet dann der Vortrieb mit dem Durchschlag der Weströhre im Süden von Rastatt. Bis dahin werden die beiden TVMs ca. 30.000 Tübinge verbaut haben. Und in der Separationsanlage auf dem Baufeld Nord werden zu diesem Zeitpunkt rund 710.000 Kubikmeter Ausbruchmasse für die Weiterverwendung recycelt worden sein. Nach dem Abschluss der Rohbauarbeiten Mitte 2018 beginnt der Innenausbau und 2022 wird der hochmoderne Tunnel Rastatt dann dem Verkehr übergeben. Doch heute befahren erst einmal die Bauzüge auf provisorischen Gleisen den entstehenden Tunnel und versorgen die Tunnelvortriebsmaschinen mit den benötigten Materialien.